Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Thema, das sehr wichtig ist, wenn wir uns mit den Zigeuner-Wahrsagekarten beschäftigen. Denn heute geht es um die Warnkombis. Warnkombis, das sind die Kombinationen von Zigeuner-Wahrsagekarten, die uns auf besonders negative Kombinationen und Ereignisse hinweisen wollen. Sie zeigen uns auf problematische Themen hin. Sie zeigen uns das an, was wir vielleicht mit oberflächlichen Fragen besser wegwischen wollen oder gar nicht so gerne hören. Aber beginnen wir doch gleich mit der Praxis. Ich habe mir erlaubt, immer Kombinationen zusammenzustellen. Und beginnen wir gleich mal mit der Karte, die uns sehr bekannt ist, schon vom Namen her, nämlich die Karte heißt Unglück. Ja, und wenn ich zur Karte Unglück noch die Liebe dazu bekommen habe, dann ist das schon mal ein Thema, das ich mich hinterfragen sollte. Wie sieht es denn bei mir mit meiner momentanen Liebe aus? Habe ich hier wirklich noch so dieses Herzrasen, wenn ich mich um die Partnerin oder um den Partner kümmere oder mit ihm zusammen bin? Oder haben wir eher nur mehr Streit und Hader? Und auf gut steirisch, es fliegen die Fetzen. Also wir sind nicht mehr so liebevoll miteinander, wie wir es eigentlich mit diesen kleinen Amörchen sein sollten. Ja, und eine andere Karte in dem Zusammenhang wäre ein anderer, ja, aus der griechischen und römischen Mythologie bekannte Halbgott, nämlich Hermes. Und Hermes im Zusammenhang mit dem Unglück ist so eine Sache, dass ich nicht mehr die richtige Sprache spreche, dass ich nicht mehr klar kommuniziere und das Gleiche wäre, wenn ich diese Kombination habe, dass ich mir überlegen sollte, richte ich mit meiner Sprache bestehendes Unheil Richtung einer besseren Möglichkeit. Und wenn es umgekehrt liegt, ja, rede ich mich um den berühmten Kopf und Kragen und wird durch meine Kombination nicht alles viel, viel schlimmer. Die nächste Kombination, auch sehr spannend, auch sehr toll, ist unsere bekannte Karte Falschheit, die uns ja mythologisch hier ein bisschen weiterführt, als wir nur zur griechischen Mythologie, nämlich hin in die ägyptische. Aber dazu ein andermal. Und wenn ich jetzt dazu den Offizier bekomme, der ja für die Staatsmacht steht, der für Recht und Ordnung und für Pflichtbewusstsein ist, ja, dann weist es mich schon darauf hin, dass diese Falschheit durch Staatsgewalt sich verändern kann, dass da wieder aus einer unklaren, im Hintergrund laufenden, oft nicht sehr im ersten Moment klaren Situation dann doch wieder Klarheit und eine Sache kommen kann, die mich erfreut, wo ich wieder weiß, aha, das ist eigentlich klar, das ist jetzt meine Ordnungsmacht, die mich hier wieder in geordnete Bahnen führt. Ja, und drehen wir es wieder an, lassen wir die Karte dazukommen. Ja, wir haben hier die unverhoffte Freude. Na, ich bin so tritratralala in meinem ganzen Gefühlsduselei. Ich habe mir erlaubt, freudig zu sein und ausgelassen und unbekümmert. Wumms, ja, dreht sich das Rad gleich wieder und die ganze Sache dreht sich hin und wir haben unsere ganze Freude wieder verloren, sind in Kämpfe verstrickt, in die wir gar nicht rein sollten und müssen uns hier mit Dingen auseinandersetzen, die uns vielleicht gar nicht betreffen. Eine nächste Warnkombi, die auch immer wieder zu großer Freude führt. Na, wir haben es hier mit der Karte Verdruss zu tun. Wir sehen auch hier schon, dass die Kommunikation nicht mehr so
toll ist. Und wir machen es mal umgekehrt. Wir legen vorher eine vielleicht so schöne, wunderschöne Karte, nämlich den Brief hin. Hier geht es um das geschriebene Wort. Und ja, ich kann halt mit dem, was ich kommuniziere, ganz tolle Dinge andickern und vielleicht auch Dinge andickern, die ich besser gelassen hätte, ja, wenn ich die richtige Wortwahl getroffen hätte. Und darum ist es vielleicht auch ganz gut zu überlegen, was schreibe ich denn, was gebe ich denn in meinen geschriebenen Wort so weiter. Lassen wir zur Karte was Wohlwollenderes dazukommen. Ja, wir haben hier den Konflikt, wir haben hier die Diskussion, wir haben hier den Streit. Und vielleicht ist genau dieser Streit das reinigende Gewitter. Vielleicht ist diese Diskussion genau richtig und notwendig gewesen, dass sich daraus was entwickelt, was uns gut tut, wo wir glücklich sind und wo wir auch die Chancen haben, langfristig Gewinn zu erzielen und auch uns glücklich zu schätzen, dass wir diese Diskussion geführt haben. Vielleicht war sie gerade notwendig. Die nächste etwas unangenehme Karte ist die Karte Verlust. Ja, vielleicht muss ich Dinge für mich verändern lassen, vielleicht muss ich Dinge loslassen, dass ich wieder ganz klar meine Liebe finde, dass ich ganz klar hier wieder die Person finde, die mir gut tut. Vielleicht aber auch muss ich Dinge loslassen, damit ich meine Anima wieder bekomme. Also ihr seht schon, hier haben wir mehrere Ebenen, aber die Karte Verlust ist immer ein Hinweis, Dinge loszulassen, die man nicht mehr benötigt. Ja, vielleicht muss ich wirklich meine ganze Umgebung verändern, dass ich wieder zur neuen Liebe komme. Oder aber auch, vielleicht muss ich alles hinterfragen, mal loslassen und dahingehend sagen, okay, was brauche ich nicht mehr, damit meine Beziehung wieder heile wird. Ja, und legen wir eine Karte doch vorher. Ja, mit dem Geistlichen sind wir in der Situation, dass wir unsere Glaubenssätze, unsere Dinge, die für uns aus spiritueller Sicht wichtig sind, hinbringen und anbringen, und vielleicht haben wir hier einen Glauben, den wir verlieren sollten, den wir hinterfragen sollten, den wir vielleicht auch nicht mehr benötigen. Der Geistliche ist immer so der spirituelle Hierophant, der uns den Weg weist. Und vielleicht benötigen wir ihn so nicht mehr. Vielleicht haben wir selber schon eine spirituelle Basis erreicht, dass wir uns einen neuen, einen anderen geistlichen Führer suchen sollten. Oder vielleicht sind wir bereits selber so ein geistlicher Führer für andere. Und dann ist es nicht schlecht, wenn wir die Rollen verändern. Ja? Und dann muss ich auch meinen jetzigen Zustand loslassen und verändern. Ja, bei der nächsten Warenkombi geht es ein bisschen in das Monetäre rein. Wir sehen schon, etwas Geld. Ja, etwas Geld. Wir haben zwar Dinge, die wir besitzen, aber es reicht nicht. Und dann legen wir doch vorher die Karte Reise. Ja, haben wir uns wirklich alles überlegt, ob auf unserer Reise genügend Mittel vorhanden sind? Oder sind wir einfach aufs Blaue rausgefahren? Und jetzt merken wir mittendrin, Mist, die Mittel sind zu wenig. Wir müssen uns hinterfragen, sollen wir die Reise abbrechen? Reicht es noch, um zurückzukommen? Ja, die Kutsche zu wenden? Oder müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass jetzt Schmalhans Küchenmeister wird? Alles ist möglich. Ja, vielleicht wäre auch eine bessere Reiseplanung der Hinweis darauf, nicht, dass wir dann unterwegs die Mittel ausgehen.
Ja, und was passiert, wenn zu etwas Geld dann das Kind dazukommt? Wir sehen schon etwas Geld, ne? Die Karte, die es nicht reicht. Aber aufgrund von unserer knappen Ressourcen haben wir die Chancen, dass wir daraus was Neues entstehen lassen, dass wir vielleicht neue Ideen haben, dass wir sagen, okay, wir gehen mit unseren Ressourcen anders um. Wir erlauben uns auch mal zu hinterfragen, brauchen wir das überhaupt? Wenn wir nämlich die Karte Kind ganz genau betrachten, dann haben wir hier die Chance für Neues, für neue Projekte, für neues Leben, für neue Gemeinsamkeiten, für neue Gemeinschaften. Und darum ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn wir hier mit zu wenig, ja, mit Bedürftigkeit uns dann neue Projekte starten. Der Dieb. Eine immer wieder willkommene Karte und sagt, oh, jetzt verliere ich alles, der klaut mir da was, man sieht ja, er hat das schon im Sack. Ja. Aber überlegt euch mal, wenn diese Kombination ist, ja, dann ist das eine Warenkombi. Auf der einen Seite habe ich den Verlust durch den Dieb, aber ich habe als Folgekarte den Gewinn. Also würde die Warnung, etwas zu verlieren, doch schlussendlich in einen Gewinn folgen? Oder lasst uns mal die Karte aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Was wäre denn, wenn ihr euch aus einer Situation davonstehlt und daraus resultiert ein Gewinn? Lassen wir die beiden Kombis zusammenkommen. Ja, wir sehen Haus und Dieb. Haus, unsere Basis, unser Ort, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns daheim finden. Und auf einmal der Dieb. Ja, es ist eine Warnung. Passt auf, dass ihr nichts verliert aus eurem Haus. Passt auf, dass nichts wegkommt. Seid kritisch, seid vorsichtig, aber erlaubt euch auch, Dinge zu verändern, indem ihr vielleicht einen Raum neu gestaltet, dass ihr euch aus den bestehenden Situationen, aus dem Haus vielleicht ein Schloss oder sogar eine Burg, oder dass ihr euch auch erlaubt, eure Häuser neu zu streichen. Und auch schon habt ihr hier in die Veränderung begeben. Die Karte Eifersucht. Ja, in Liebesdingen immer toll und schön. Ja, Eifersucht. Ja. Ich beobachte. Ja. Und wenn ich dann merke, ich brauche diese Eifersucht gar nicht mehr. Ich könnte mir erlauben, aus dieser Eifersucht eine Fröhlichkeit zu machen. Ja. Ich muss nicht auf andere gucken, wie sie es tun, sondern ich muss meine Fröhlichkeit finden. Nicht, weil ich jemanden kopiere, werde ich glücklich und toll, sondern weil ich mein eigenes Glück, meine eigentliche Fröhlichkeit, meine eigene Euphorie lebe. Dann werde ich glücklich, nicht, weil ich jemanden kopiere. Aber lassen wir zur Karte Eifersucht jemanden dazukommen. Ja, lassen wir es fast reinfliegen in der Präsentation. Ja, hier kann die männliche Hauptperson liegen, hier kann aber auch die Person liegen, um die es geht, nämlich der Geliebte. Und der Geliebte, na, diese Person, die wir so unbedingt uns wünschen, die wir unbedingt in unser Herz rein wollen, reinkommen lassen wollen. Vielleicht ist er nicht frei. Vielleicht aber ist er der Dritte im Bunde? Wir wissen nicht, welche Funktion der Geliebte auf der Karte Eifersucht hat. Wir wissen nicht, ist es der Beobachter oder der Beobachtete. Wir können nur spekulieren. Aber wir können auch sagen, es wird von einer
relativ erfreulichen Situation eine knisternde Spannung, die vielleicht nicht immer so knisternd sein sollte. Gehen wir eins weiter. Wir haben den Feind. Wir haben den Feind und wir haben im Vorfeld die Gedanken. Ja, ganz klar. Wir stellen uns in unserer Fantasie das Schlimmste vor und kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus. Wir denken uns rein, ja, wir entwickeln etwas in unserer Fantasie und schon haben wir den Feind vor uns. Wir haben schon die Person vor uns, die uns gar nicht mehr aus der Nummer rauskommen lässt. Und hier haben wir eine Gefahr, eine Warnung. Seid vorsichtig. Achtet auf eure Gedanken. Ja. Und was passiert jetzt? Wenn wir zu lange unsere feindlichen Ideen haben, werden wir schwierig haben, uns wieder treu und offen und ehrlich gegenüberzustehen. Darum wäre es gut, nicht zu lange an diesen feindlichen Gefühlen, diesen destruktiven Dingen festzuhalten, sondern herzugehen und sagen, warum habe ich das überhaupt? Brauche ich es noch? Oder kann ich gut darauf verzichten? Juhu! Wir haben die Traurigkeit. Aber wenn ich meiner Traurigkeit immer nur nachhänge, komme ich nie aus meiner Nummer raus. Dabei wäre es so toll, so erfreulich und auch so schön, wenn ich endlich dann wieder meine ganz klare, tolle Haltung hätte und rein in meine Hoffnung käme, dass ich das gar nicht mehr benötige, dass ich eine Freude habe, dass ich wieder weg von diesen in mich gekehrten, bisschen auch melancholischen Momenten hin wieder in die Freude gewandte, in die Stimmung der Hoffnung kommende Karte mir erlaube. Ja, meine Fantasie, meine Möglichkeiten, meine ganzen Kräfte, ja, liegen hier. Fantasie, alles was hinter dem Vorhang noch nicht ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Meine Möglichkeiten, meine Ansätze, mein ganzes Potenzial. Ja? Und das ist so toll. Also, und auf einmal, darf ich das wirklich haben? Bin ich da nicht so stark? Bin ich da nicht so in der Situation? Darf ich wirklich mir erlauben, solche Fantasien zu haben? Warnung. Eine Warnung, sich selbst zu blockieren. Die nächste Karte ist für mich persönlich nicht so schön in Namen. Ich hätte da lieber Gesundheit gehabt. Nun, wir müssen damit leben. Ja, wenn ich mich in meiner Krankheit weiter einigle, wenn ich da mich drinnen reinbegebe, wenn ich mich da so klein fühle, werde ich nicht rauskommen. Aber ich komme raus. Ich habe die Chance, ich habe die Möglichkeit. Und wie? Indem ich mir erlaube, mich an mein Umfeld zu erinnern, an mein Netzwerk, an die Leute, die mich wieder stark machen, die mich wieder zu der Person machen, die hier steht und die sich erlaubt, auf der Treppe der Gefühle, auf der Treppe der Freude, auf der Treppe der Entwicklungen hochzugehen. Erlaubt euch das. Euer Netzwerk ist stärker, als ihr es euch vorstellen könnt, auch wenn ihr im Moment euch alleine und verlassen fühlt. Und eben malat, wie wir es hier auf der Karte sehen. Ja, und was passiert, wenn ich zu viele Sehnsüchte habe, wenn ich zu viel träume, wenn ich mich zu stark in meine Fantasiereisen gebe, ohne dass ich wirklich lebe? Ja, dann kann es mir passieren, dass ich dann
es mich umwirft. Darum ist es wichtig, nicht nur Sehnsüchte zu haben, sondern auch diese Sehnsüchte umzusetzen und real und Realität werden zu lassen. Und es ist wichtig, dass ich Sehnsüchte habe, aber es ist auch genauso wichtig, nicht in diesen zu verharren und drinnen zu bleiben. Ja, eine Warnkarte habe ich noch, die von der Bildqualität für mich sehr doll dargestellt ist. Mir gefällt sie immer wunderbar und das ist der Tod. Ja? Und mir ist sehr wichtig, dass wir uns darauf hinweisen, dass wir hier nicht das Sterben sehen, sondern die Vergänglichkeit, die Transformation. Wir sehen hier im Knochen, im Skelett auch noch eine Sanduhr. Die Sanduhr ist allerdings noch oben voll. Also das heißt, wenn wir das in eine Zeitqualität umsetzen würden, wir haben noch Zeit, aber nicht unendlich. Und wenn ich jetzt zu dieser Karte dann die Hochzeit, diese Heirat dazulege, dann zeigt uns das ganz klar, ich sollte, um in diese Situation der Freude zu kommen, in dieser spirituellen Geschichte. Für mich ist das so eine tiefe Freundschaft, die hält, wo ich nichts hinterfragen muss. Da weiß ich, dass ich vertrauen darf. Ja, ich kann, wenn ich alte Dinge loslasse, wenn ich Dinge, die ich nicht mehr benötige, na, wie diesen verdorrten Baum hier in der Vergangenheit hinter dem Skelett, dann kann ich in neue Freunde kommen. Wenn ich mir da auch das klar mache und nicht zu viel Zeit vertrödle, dann habe ich die Chance, neue Freunde zu gewinnen. Dann habe ich Möglichkeiten, hier durchzustarten. Ja, und last but not least, eine Karte davor. Der Richter. Wenn ich in einer Streitsituation bin, wenn ich in einer Situation bin, wo ich Rat benötige von einer Person, die rechtskundig ist, ja, und ich mich darauf einlasse, dann kann es mir passieren, dass ich Veränderung bekomme. Dann habe ich die Chance, dass es mir danach besser geht. Dann habe ich die Chance, aufgrund von der Information neue Fakten zu schaffen, dann habe ich auch die Chance, Veränderungen herbeizuführen. Neue, für mich schöne und erfreuliche. Ja, das war's von meinem Video über die Warnkarten. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Schreibt es mir per E-Mail. Ich würde mich freuen. Ich gebe Antwort. Liked uns und wie immer an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören und wie immer, never give up.